Willkommen zu Tage Show, Nachrichten aus Deutschland und ganzer Welt. Mein Name ist Başkent Lunkurce. Urlaub 2020. Viele Menschen auf ganzer Welt fragen sich, kann ich fliegen in Urlaub oder nichts, weil Coronavirus ist immer noch da. Viele Regierungen sagen, ab 15. Juni sollen Grenzen langsam wieder öffnen. Heißt, Freunde, alle Deutsche können vielleicht fliegen nach Mallorca, weil Mallorca ist nur einmal im Jahr. Sie können Party machen, Ballermann, saufen, dies, das. Und Başkimi kann Urlaub machen in Kosovo, Familie besuchen, Ulcin fliegen und seine super Body zeigen, den ich wieder gemacht habe in Fitness. Und Temperaturen, Freunde, werden immer besser. Die Leute wollen schon springen in Wasser. Hier haben wir eine kleine Fail-Video von einem Budal, der springen wollte in Wasser. Proteste in Amerika gehen weiter gegen Rassismus. Donald Trump hat Angst bekommen und hat sich versteckt in seinem Bunker unter Weißem Haus. Er hat erstmal Licht ausgemacht, damit Leute denken, er ist nichts zu Hause und hat sich versteckt in einem Bunker. In diesem Bunker haben wir erhalten eine Secret Information. Er spielt ganzen Tag Super Nintendo, Super Mario, diese Sachen. Hier haben wir den Beweis. Nächste Nachrichten. Eine Instagram-Bloggerin, Pilot Madeline, hat gesagt in einem Interview, mein Job ist ganz schwer, weil wegen Corona ich kann nichts reisen und deshalb mein Job Instagram-Blogger. Sie hat gesagt, mein Job ist schwer, ich will keine empfehlen diesen Job, weil wegen Corona kann ich nichts reisen. Ne? Genau, Pilot Madeline, dein Job ist ganz schwer, weil andere, zum Beispiel Krankenschwester oder Krankenpfleger oder Ärzte, haben in Corona ganz einfach. Deswegen, du hast einen schwierigen Job und ich sage hiermit, das hier schablagieren. Weitere Nachrichten. Die neue Sony PlayStation 5, Markus, wie heißt das? Pass. Die neue Sony PlayStation Pass sollte vorgestellt werden, ist aber leider abgesagt, weil Proteste in Amerika sind immer noch da. Viele Gamer auf ganzer Welt sagen, langsam mit Protesten, eine kleine Pause, dann kann Sony vorstellen die neue PlayStation, weil sie wollen spielen FIFA, Pro Evolution Soccer und andere Spiele. Falls ihr wollt spielen gegen mich in Pro Evolution Soccer, ich gewinne gegen euch alle. Früher in Internetcafé in Kosovo, ich habe den ganzen Tag gespielt Pro Evolution Soccer 2005 auf Sony PlayStation 2. Das war's, Freunde, mit aktuellen Nachrichten. Wir schalten weiter zu Afrimi, zum Sport. Alle Leute, willkommen zum Sport. Ich habe meinen Job so gut gemacht, dass Başkent gesagt hat, machst du nächsten Sport auch gleich. Jetzt keine Kurzarbeit mehr. Vielen Dank, Başkent, vielen Dank. Sport. Viele fragen sich, was ist mit Ronaldo los? Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Ronaldo, was ist mit deinen Haaren los? Er hatte gesagt, Afrem, ich habe jetzt ein Problem. Ich höre auf bei Juventus. Wir machen eine Comeback mit Backstreet Boys zusammen. Nick Carter ist jetzt weg und ich mache jetzt eine Position. Leute, hier ein Beweisvideo. Hat der Başkent gesehen in Instagram. Hier guckst du. You are my fire, the one. Desire, believe when I say I want it that way. So Leute, das war's mit dem Sport. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss.